sind wieder auf Play Immunity. Ich habe jetzt mittlerweile das Bedwars Event aufgenommen auf Hydoria. Und ja, jetzt geht es hier halt einfach mal so weiter auf Play Immunity. Hat immer noch nicht. Hat schon angefangen. Ja, ja, ernsthaft? Ich glaube nicht. So, ich versuche jetzt mal zu joinen. Jetzt gibt es ein 128 Event anscheinend, ich weiß nicht. Das habe ich übrigens auch prall gefüllt und so. Ich habe jetzt gerade echt auch Glück gehabt, dass ich darauf kam. Aber verdammt, das regt mich jetzt auf, wenn das Event tatsächlich schon gestartet hat. Das würde mich echt ein bisschen mad machen gerade. Aber der Server laggt wie die Sau. Wie die Sau laggt dieser Scheiß-Server gerade. Aber es wäre schade, wenn ich es jetzt verpassen würde. Okay. Lol, ich hab doch gerade drin. Ich hab doch hier gerade drin. Lol. Okay, jetzt ist es auf einmal in-game. What? Okay, ich würde sagen, ich cutte einfach um, bis es wirklich definitiv losgeht. Dann sehen wir uns wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es geht los! Ja! Ja! Da geht's doch tatsächlich los! Es hat nicht mehr lange gedauert, es ist jetzt 19.21 Uhr und hier geht's definitiv los. Sehr, sehr gut. Und so wie es aussieht, bis jetzt auch ohne Lags. Ich hoffe es zumindest mal. Es sind übrigens auch noch neue YouTuber dazugekommen, wie Let's Feel ist jetzt gerade drin oder Keks hätte ich auch gesehen, ganz kurz. Wir versuchen jetzt hier einfach mal. Ja, um das zu erreichen, aber ich fehle natürlich zuerst mal. Ich habe die Stage heute schon etwa dreimal gespielt, also genau diese Stage hier. Und ich weiß jetzt nicht, was dabei rauskommt. Ich bin mal gespannt, ob ich nicht verkacken werde, aber ich denke mal nicht. So, Corona spielt übrigens auch mit, glaube ich mal. Und ich denke schon, dass Corona mitmacht. So, jetzt bin ich echt, ich bin sowas von froh, dass ich euch doch noch irgendwas zeigen kann. Okay, jetzt haben wir uns das Event ein bisschen verkleinert. Es machen jetzt nur noch 128 Leute mit, oder? Der Server war für 128 Leute geöffnet, anstatt für, wie vorhin gerade, 256. Eine Runde 256er sei angeblich aber schon losgegangen, wurde ja geschrieben. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bestätigen oder so, weil ich nicht mitmache. So, oder weil ich da halt Bedwars aufgenommen habe, auf Hydoria besser gesagt. Andermann, da war ich ja viel zu früh irgendwie, oder viel zu wenig weit gekommen. Jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen Pech mit dieser Stage hier gerade. Oh Mann, ich bin dumm. Ich schaue einfach mal, einfach damit mich auch noch irgendwelchen YouTube-Videos sieht. Weil es nehmen ja doch sehr, sehr viele Leute hier auf. Und ich hoffe mal, ich fehle jetzt nicht so extrem. Damit ich schon irgendwie bis zu Stage 5 oder 6 komme vielleicht. Das ist schon auch so mein Ziel bisschen. So, sehr nice, okay. Diese Stage haben wir geschafft. Es kommt gerade so eine ähnliche Stage. Und wir sehen auch rechts die Time. Also, es geht sehr, sehr lange, das Event. Ich glaube, es besteht aus 20 Stages oder so. Ich bin mir nicht sicher, aus wie vielen. Aber auf jeden Fall besteht dieses ganze Event aus sehr, sehr vielen Stages. Moment, ich muss dann ganz kurz was gucken. Ich glaube, mein Festplattenspeicher ist bald voll. Oh ne, 884 GB geht noch. Okay, das geht ja noch. Passt schon. Na, ich dachte schon, ich nehme schon echt lange auf jetzt mittlerweile. Schon fast eine Stunde nehme ich für dieses ganze Event mittlerweile auf. Ich werde sowieso ein paar Sachen, nicht ein paar Sachen, relativ viele Sachen rauscutten wahrscheinlich. Denn es gab halt immer wieder ganz, ganz lange Wartezeiten dazwischen. So, und dass da mit dem No Range auf der Seite steht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich einfach. Wahrscheinlich steht das einfach so da. Weil, okay, da kommt man auf jeden Fall nicht so drüber. Da steht wahrscheinlich einfach No Range, weil einfach so viele Spieler im Scoreboard angezeigt werden müssten. Wenn für alle Spieler jetzt das dann angezeigt werden müssen, wie weit die schon sind und so. Alter Mann, warum? Und es gibt so, und die Leute, die da im Checker zu spammen, von wegen ich grüße und den. Ich ignoriere sowas. Oder versuche es zu ignorieren. So, ich glaube, hier waren ja schon. Ja, die ist ja alle gelootet. So. Jetzt aber. Alter Mann! Diese Kisten! Also, meine Ender Chest hat eine etwas kleinere Hitbox als ein normaler Block. Trotzdem verstehe ich aber nicht, wie man den Sprung davon dann wieder nicht schaffen kann. Und da springe ich jetzt natürlich absichtlich wieder drüber. Weil ich mit meinem Boost-Key mache, den einfach nicht gut umgehe.
Und jetzt bin ich nochmal zu spät auf die Leertaste gekommen. Oh Mann, das ist jetzt so kacke werden am Ende. Ich sehe schon. Ich schaue mir dann irgendwie das Video von Killercrafter an, wenn er es auch aufnimmt. Und der einfach mal so. What? Ich habe doch Shift gedrückt. Und der rascht dann einfach mal so easy durch. So, Cakesteady ist jetzt auch da. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum der YouTuber hat. Der hat kaum mehr Abonnenten an sich und macht auch kaum Videos, aber auch egal. Sonst schaue ich auch mal High-Punkt zu denen, gut. Wenn sie es eben so wollen. Dage hat ja auch schon mit 4000 Abonnenten YouTuber gekriegt hier drauf. Angeblich. Weil normalerweise kriegt man ja bei 5000 Abonnenten YouTuber hier auf Playmunity, hat es geheißen. So, und jetzt Shift. Okay, endlich. Nur ganz ruhig bleiben, Multi, und dann geht das. Dieser Sprung ist aber schwierig. Aber weil ich ein Multi bin, schaffe ich ihn. So. Sehr gut. Und da vorne kommt direkt eine einfache Stage, das ist gut. Das ist gut für mich. Weil ich so doch gut ein paar Minities dann auch abstauen kann. Aber das Event besteht echt aus sehr, sehr vielen Stages. Also das heißt nicht, es ist glaube ich nicht wie ein normaler, wie eine normale Runde Jump League. Sondern ich sage es einfach mal so, viel mehr. Also eben nicht nur 8 Stages, sondern ich glaube es werden, ich weiß nicht ob es alle sind, aber ich denke mal es sind alle Stages. Und sonst wird das Ganze kaum 20 Minuten dauern. Oder vielleicht doch. Oh Mann, und ich fahre sogar noch runter. Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm, ich weiß. Deshalb habe ich auch immer so wenig Aufruf auf meine Videos. Ne, Spaß, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Gut, wir haben Spielspaß auf jeden Fall bis jetzt. Haben eine Angel und ein Holzschwert. Passt auf jeden Fall. Und jetzt fahre ich schon wieder runter. Und warum? Warum? Na egal. Ich werde mir dann auch das auf jeden Fall bei ganz, ganz vielen YouTubern angucken. Bin erst bei 8. Ja, okay, sei froh, dass du überhaupt da bist, ne? Ich bin jetzt bei 5, glaube ich, ne? Ne, bei 6. Okay, gut, passt auch. Na gut, diese Stage hier ist eigentlich auch nicht so schwierig. Falls man richtig springt. Hopp. So. Flutzer ist übrigens auch dabei. Ist auch nachgeschäumt vorhin. Genau. Du-du-du-dum. Es wäre nicht schon auch geil, wenn ich so einen YouTuber-Rang hätte. Aber ist auch egal. So. Und wir können unseren Buspanzer ein bisschen aufbessern. Wir sehen jetzt ja auch, da hinten sind gerade auch andere Spieler, die ungefähr gleich alt sind wie ich. So, auf jeden Fall sehr, sehr nice dieses Event. Ich feiere es jetzt schon. Oh, und ich fall runter! Dieser letzte Sprung, der ist so nervig. Ernsthaft, Leute, der ist echt nervig, der letzte Sprung. Meiner Meinung nach. So. Stimmt, so einen Lucky Block hatte ich auch noch keinen einzigen in dieser Runde. Also, ich meine, ob er unlucky oder lucky ist halt, wo man dann je nachdem Speed oder nicht Speed kriegt. So, okay, jetzt ist den Sprung ja nicht verkacken. Ja, da schaffen wir ihn, sehr gut, und den schaffen wir natürlich auch. Nice, okay, jetzt bin ich bei Stage 7, müsste das sein. Und die ist eigentlich immer noch relativ einfach. Also sieht man schon, es kommen mehrere Stages dran. Diese Stage habe ich aber allerdings noch kein einziges Mal gespielt. Das ist gerade das allererste Mal, wo ich diese spiele. Vielleicht ist sie auch neu. Wer weiß. Eisenaxe, alles klar. Eisenaxe confirmed. Okay, diese brauchen wir dann allerdings nicht. Gut, und jetzt geht's hier rüber, dann hier rauf, denke ich mal. Und dann direkt hier rüber und da drauf. Okay. Checkpoint 7 auch gereached. Alles klar. Also ich denke mal, beim Jump and Run werde ich ganz bestimmt nicht letzter werden. Kann man schon ungefähr sagen jetzt. Und jetzt müssen wir mal diese Stage langsam versuchen. Killer Aircraft the fuck noch. Ob das jetzt das richtige Event sei. Nein, ich weiß ja nicht. Ich denke mal nein. Ich denke echt nicht. So. Okay, da ist tatsächlich jemand noch bei Stage 0. Wie man gerade gesehen hat. Ja, Flutzer war 18. Flutzer ist ja auch YouTuber. Flutzer hat den YouTuber-Hack drin. Okay, nochmal eine Eisenaxe. Okay, Bogen können wir gebrauchen. Ich bin nicht so der mit dem riesigen Bow-Aim. Aber egal. So, das schaffen wir auf jeden Fall. Dieses Stage habe ich ja heute im. Oh nein! Sprint. Ah, ich hatte. Alter, ich hatte den Sprint-Bug. Ich hatte einen Sprint-Bug und bin trotzdem durchgekommen. So, bei Modul 9 bin ich jetzt. Sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist immer noch auf Easy eingestuft oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sind ja die Sprünge schon ein bisschen anspruchsvoller.
Und ja, nicht so geile Dinge findet man jetzt hier in den Kisten auch wieder nicht. Wir machen um 20 Uhr noch so, noch eine Runde. Ah, okay, alles klar, sehr gut. Das ist geil, dass es um 20 Uhr auch nochmal eine Runde gibt. Das heißt, das wäre eine halbe Stunde, ne? Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich vom Battle-Sieben von Hydora nicht nochmal eine Runde aufnehmen kann. Ja gut, auch nicht so schlimm. Ich denke, dass Jump, dieses Jump League eventuell sowieso erstmal einmalig sein. Und da Killer Craft sogar mal ein bisschen gespammt. Hat man gesehen, hat man den Killer beim Spammen erwischt. Okay, weil ich ein Multibeam mache ich es gleich auch mal. Spaß. So. Man spammt nicht ohne Grund. Du-du-dum. Und hier rüber. Und hier drauf. Und hier hin. Okay, diese Stage habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber ich weiß jetzt echt nicht, wie viele Stages hier vorkommen insgesamt. Ich bin ja. Oder wie viele Module halt. Das wäre schon noch spannend zu wissen. Eisenbrustpanzer, okay, läuft auf jeden Fall. Ich denke mal, die Deathmatch Arena wird auch eine ziemlich, ziemlich große sein. Am Ende. Also, wo man halt sich dann battelt gegeneinander. Also, kann es bestimmt nicht so eine QSG-Map sein, wie es normalerweise ist. So, okay, diese. Oh nein! Das war ein Fehler! Das war ein Fehler, verdammt. Shit, okay. Jetzt ist es relativ weit bis da nach vorne wieder. Aber ich denke, ich schaffe das schon. So. Ich habe da einfach einen Block ausgelassen, weil ich gedacht habe, ja. Weil du Multi bist, schaffst du das sowieso. Aber ne, Multi hat sich vertan, ein wenig. So. Ich muss schon sagen, ich bin so richtig drin in diesen Jump'n'Runs mittlerweile. Weil ich habe nicht so viel Jump League gespielt in letzter Zeit. Allerdings macht es aber extrem Spaß, Jump'n'Runs zu spielen. So, und jetzt nicht da drauf springen, sondern hier drauf. Genau. So, und ich glaube, Veni nimmt ja das Ganze auch noch auf. Und hier drauf, gut. So, jetzt kommt eine meiner Stages, die ich nicht so mag. Die mache ich wirklich nicht so. Oh, Boxai ist auch in der Runde. Alles klar. Das ist geil. Ja, Boxai, ich kenne die, ist auch so ein YouTuber. Okay. Aber diese Stage habe ich einmal oder so gemacht bisher. Ich weiß, man muss zuerst hier drauf und dann da drauf. Oder dahin einfach. Ah ja, Poxar hat auch YouTube-Arm hier. Okay, alles klar. Hopp. Andermann, das wird jetzt wahrscheinlich etwas sehr, sehr Schwieriges. Das wird echt etwas Schwieriges. Vielleicht werde ich das Ganze auch cutten, bis ich den Sprung mal irgendwie geschafft habe. Wer weiß. Okay. Ne, ich schaff's. Okay. Gut. Passt. Passt. So, jetzt weiß ich aber allerdings überhaupt nicht mehr, wie man hier rüberkommen soll. Nein. Alter, nein! Warum? Warum? Okay. Ich glaube, es ist doch besser, wenn ich jetzt erstmal rechts lang gehe. So. Und wir haben einen Anlauf gekriegt. Die ist klar. Okay. Neusa behindert mich aber nicht. Neusa gibt nämlich nur. Gibt nämlich nicht irgendwie sowas, dass man halt nicht mehr sprinten kann, wie bei Blindness zum Beispiel. So, okay. Und hier rüber. Und hier hin. Nein! Ich war fast drauf. Zaunsprünge sind nervig. Man kann sie aber üben, sage ich dann nur dazu. Okay, jetzt habe ich es wieder mal nicht mehr geschafft. Schade. Okay, das Ganze dauert immer noch 15 Minuten. Oder so lange haben wir noch Zeit. Alter Mann, nein! Nein, warum? Warum? Okay. Wir sind ja mittlerweile bei den Normal-Modulen angelangt. Modul 11 sind wir aktuell. Alles klar. So, hier hin. Und hier drauf. Und dahin. Gut. Nice. Nochmal ein Eisenbrust. Nehme ich jetzt aber nicht mit. Weil wir eh schon eine haben. So, sehr gut. Hier sind wir. Und dann geht's weiter. Oh ne. What? You reach Checkpoint 11. Achso, 30 gibt's. Jetzt sehe ich es erst im Chat. Okay, wahrscheinlich habt ihr alle das schon gesehen, dass es insgesamt 30 Checkpoints gibt. Aber Multi der Lappen checkt natürlich wieder mal nicht. Ist klar. Okay, das heißt, 30 Stages sind insgesamt verbaut in diesem Event. Hoffen wir noch mal, dass daraus was Cooles wird. Oder dass wir irgendwie mal. Mein Ziel wäre es so ungefähr 15 bis 20 zu schaffen. Schaffen wir das? Ich denke schon. Steinschatz oder Eisenaxt? Ich nehme das. Und schau mal, GG. Na, it's free to reach the goal? Ernsthaft?
Okay, GG. GG, nicht viel. GG. Okay, heißt das jetzt aber, es geht in 10 Sekunden los, oder nicht? Ich glaube, es geht, also irgendwie einen Timer habe ich jetzt nicht gesehen, der jetzt gerade runterzählt, deshalb. So. Naja, auch egal. Du. Gut. So, wir sind hier rübergekommen erstmal. Die Zeit läuft weiter. Ja, echt? Die Zeit läuft weiter. Sagt er schon richtig, der andere da. Oh gut, dann läuft die Zeit eben weiter. Obwohl es viel das Goal gereached hat. Verdammt! Warum? Boah, ich war so gut dabei. Ich war so gut dabei da hinten gerade. Okay, von mir aus könnte die Runde jetzt losgehen. Außer mir auch egal grundsätzlich. Ich hätte einfach. Ich weiß nicht, ob der Fehler an mir lag. Na gut, der Fehler lag sowieso an mir, sonst wäre ich nicht runtergefallen. Ah, Mann. Sowas nervt. Warum spiele ich jetzt da runter? Warum spiele ich da runter? LOL. Oh, Mundi. Nee, okay. Ich glaube, bei Modul 11 ist ungefähr Ende. Oder vielleicht doch nicht. Wer weiß. Ich hätte noch XP und Enchantment Table. Aber ich glaube, die XP wird eh nicht genug sein. Um noch irgendwie ein Schwert oder so zu verzaubern. So, okay, hier rüber. Und jetzt hör mal auf, die Leertaste zu drücken, Multi. Das ist so eine Krankheit von dir. So, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da beim Glas hinten durch bin vorhin. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich fand das persönlich dadurch gerade einfacher. Ich muss mal aufhören, die Leertaste so lang zu drücken. So. Das muss man eindeutig abgewöhnen. So. Es dauert noch 15 Minuten das Ganze. So, okay. Und dann hier durch. Gut. So, jetzt darf ich aber nicht nochmal verkacken. So, was kann und darf ich mir nicht leisten. So, sehr gut. Und jetzt irgendwie darüber. Ja, nice. So muss das. Jetzt sind wir bei Modul 13. Okay, mein Ziel ist auf jeden Fall Modul 15. Mehr nicht. Mehr nicht. Also auch mehr natürlich. Immer. Mehr geht immer, aber... Oh, dieses Video wird extrem lange. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich es hochladen werde. Und wann ich das Ganze überhaupt schneiden werde. Wann habe ich überhaupt die Zeit für sowas? Oh mein Gott. Gut. Fox ist bei 29. Ja, eben, der ist ja auch YouTuber. Der hat so einen YouTuber-Hack halt. Und ich schreibe jetzt einfach auch mal 13. Gut. Ich bin 13. Ich bin nicht 13. Ich bin bei Stage 13. Jo, Flutzahl ist bei 30. Is. Sonst wäre auch das... Ach so. Ja, stimmt doch. Das Goal hat er schon let's viel gereached. Von dem her... Alt Mann! Von dem her ist das schon möglich. Aber es gibt ja auch richtig viele Leute, die so gerade am Humoragen sind, sieht man im Chat. Ist immer wieder lustig anzusehen bei Jump League, echt. So, die Zeit ist aber noch nicht abgelaufen, nach wie vor. So, okay. Jetzt sicher verkacken, ja. Das ist ganz wichtig. Okay. Jetzt nochmal ganz konzentriert da rangehen an die Sache. Und dann klappt das schon. So. Leg, bin erster Mann. Ja, und interessiert doch niemand, ob du erster Mann bist. Und jetzt viel war der erste, der das Gold gereached hat. Andere, das schreiben einfach so Leute, so viele Leute schreiben einfach fuck. Warum? Wahrscheinlich weiß die Hälfte nicht mal, was fuck bedeutet. Aber egal. So. Wir bleiben ja gechillt am Start. Letzter Schwung, okay. Alles klar, Flutzera. Du bist der Boss. So. Alter Mann, nein! Diese scheiß Ender-Chest! Ich weiß nicht, ob es das so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass man auf Ender-Chests nicht sneaken kann. Das können wir eigentlich auch mal ausprobieren gleich. Na, probieren wir es aus. Ich meine, man kommt relativ einfach wieder zurück nachher. So. Kann man auf Ender-Chests sneaken? Ja, kann man. Okay, gut. Dann auch egal, wir schaffen das schon. Dudu, und hier rüber. Und dann da hoch. Nein! Wieder so knapp. Ach komm. Bis zu Stage 15 schaffen wir es auch. Wir haben noch 13 Minuten. Das muss mir ja möglich sein. So, ich sneak ja immer darüber. Weil ich immer denke, ja, am Ende fällst du noch runter und dann wächst du dich wieder auf und dann ist ja alles scheiße, wie gerade hier. Okay, Flugzeug hat das Goal auch gereached.
GG. Nein, es ist der Chat voll mit GG. Aber wie gesagt, ja, YouTuber haben ja so ein Hack jeweils, damit sie besser sind, ne? Huzuni, genau. 7 Huzuni on, ja. Vor allem. Hopp, hopp, hopp. Zack. So. Boxari, komm doch. Ja, was ist denn mit Boxari? Hat Boxari das Gold auch schon gereached oder nicht? Wer weiß. Hopp, so, sehr gut, jetzt. Nodus installs. Spast! So, endlich. So, diese Stage schaffen wir auf jeden Fall. Die finde ich persönlich etwas einfach. Also nicht zu einfach, aber ich persönlich finde sie doch nicht allzu schwierig, zumindest für meine Verhältnisse. Wenn man dann zur richtigen Zeit die Leertaste drücken würde. Also meine Hände schwitzen langsam. Das ist echt so. Und ich nehme schon über einen, ich nehme schon fast 1,5 Stunden auf. Das ist krass. Und das nur für dieses eine Event. Ja gut, ich habe halt pünktlich um 18 Uhr begonnen aufzunehmen. Und es ist ja 20 vor 8, also 19 Uhr 41 ist jetzt gerade. Oh, ein Eisen, nice. So. Ein Eisen schwer craften könnte man natürlich noch am Ende dann. Vielleicht, wenn wir einen Stick finden. Oh, Boxari hat auch gewischt. Okay. GG, Boxari. So, hier kommen wir durch. Hier ebenfalls da hoch. Und. Warum? Der letzte Sprung, der ist schwierig. Aber, wenn wir diese Stage geschafft haben, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und jetzt nochmal jemand. Achso. GG. You've already sent that message. Okay, Playmunity, chillt. Hopp. Alter, jetzt klappt es wieder nicht mehr auf einmal. Jetzt geht es auf einmal wieder nicht mehr. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Hopp, hopp, hopp. Hier rüber. Dadurch. Gut, zack. Okay, jetzt reachen immer mehr Leute das Goal. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Kann beides sein, aber wir reachen trotzdem hier das Zeug. Und kommen dadurch zu Stage Nummer 15. Oder ich komme da ran, ich komme da ran. So, okay. Kiste fast ausgeräumt. Den Pfeil bräuchte ich nicht unbedingt. Ich habe schon 7 Stück. So. Und dann dahin und dann hierhin und hier rüber und dahin und ja, Hand eins nach dem anderen nach. Ist schon, und dann springe ich einfach drüber, weil ich eben Swag habe und so. Na, nicht Spaß. Gut, oh, fuck. Gut, ich bin bei Modul 15, das war mein Ziel. Ziel erreicht. Das heißt, ich habe mindestens die Hälfte von allem geschafft. Oder fast alles. Ja, fast die Hälfte. Wenn ich jetzt diese Stage auch noch bestehe, dann habe ich auch die Hälfte geschafft. So. Alter Mann, da geht's wieder nicht mehr auf einmal. Ich hasse sowas, warum? Oh Mann, es ist zum Teil ja. Warum? Warum drücke ich die Leertaste? Ich muss ja diesen Scheiß mal abgewöhnen. Das ist ja nicht nur schön am Ende. Das ist echt nicht mehr schön. So, jetzt Leertaste sofort wieder loslassen. Hopp und hier hoch und hier durch und Leertaste loslassen und hier durch. Gut, und hier rüber und. Zu viel gedreht. Gut, ach komm. Mutti gibt jetzt ein bisschen Jump League Unterricht hier. Zack, und dann hier rüber und fix weiter. Hopp. Hopp, so. Alter, ich hab Shift nicht gedrückt gehabt. So, GG, da hat hier jemand wieder. Wahrscheinlich noch dreimal G. Damit der Playmint nicht an Spam akzeptiert. Okay. So. Na los. Jetzt muss das auch mal ge gemacht werden, hier das Ding. Ich meine. Der Sprung da hinten ist so ziemlich, also ich meine, der da dazwischen ist so ziemlich der einzige, der noch schwierig ist. Oder in meinen Augen schwierig ist. So, okay, dann. Hier rüber! Und die. Warum schaffe ich die Ender Chest nicht? Die Ender Chest ist schwierig. Aber ich weiß, dass man diesen Sprung schaffen kann. Ich bin den Jumpen dann doch nicht mehr so kacke, seitdem ich halt immer wieder relativ oft Jump League spiele. So. Okay. Ja doch, Zug, Zug, zack, und hier hoch, bam, bam, bam. Übrigens, Leute, falls sich jemand das Video genau an diesem Punkt ansieht oder komplett ansieht, dann schreibt das bitte am Schluss in die Kommentare. Warum? 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 Warum schaffe ich diesen Sprung nicht? Warum geht das nicht? Ich hasse es.
Ich hasse es. So. Zack, hier runter und hier hoch. Nice. Gut, jetzt ganz ruhig. Jetzt ganz ruhig bleiben, Monty. Diese Chest ist sein Ziel. Und du schaffst sie! Mit dem Ziel vor Augen. So. Sehr, sehr nice. Okay, das wird jetzt ein sehr schwieriger Sprung. Aber Multi schafft ihn und deshalb erwünscht er auch hier diesen Checkpoint. Sehr gut. Nice. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Jetzt muss ich allerdings runterspringen hier.